Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich rate bei dem Thema zur ideologischen Abrüstung. Ja. Ja. Den Entschließungsantrag, den die. Jetzt darf ich doch mal einmal ausreden. Ja. Oder ich versuche erstmal in die Rede reinzukommen. Wenn ich mir den Entschließungsantrag aus den Reihen der Regierungsfraktionen angucke, dann steht da grundsätzlich viel Richtiges drin. Es fehlt ein konkretes Maßnahmenpaket. Und Herr Middendorf, es ist sozusagen der Gnade Ihres späten Einzuges hier in den Landtag geschuldigt, das muss man Ihnen auch nachsehen. Aber dieses Schwarz-Weiß, was Sie hier eben vorgetragen haben, ich weiß nicht, wer Ihnen die Rede da geschrieben hat, die haben Sie wahrscheinlich nicht selber geschrieben. Aber naja, also zu behaupten, dass die Vorgängerregierung nun rein gar nichts getan hat, also da muss man schon ziemlich platt drauf sein. Das würde mir auch schwerfallen, das andersrum genauso zu tun. Ich habe 7 Jahre Verkehrspolitik hier im Landtag gemacht in der Regierungszeit. Gucken Sie sich mal die Programme durch im Bereich ÖPNV. Also erkundigen Sie sich mal bei Herrn Rehbaum oder bei Herrn Fussem, die da ja beide zuhören, die auch im Ausschuss waren. Auf so eine Idee würden die nicht kommen. Gucken Sie sich mal an, was an ÖPNV-Förderung hier in den letzten Jahren und auch über die Regierungsperiode Rot-Grün hinaus gelaufen ist. Gucken Sie sich an der RX, der auf die Schiene gesetzt worden ist, der sukzessive umgesetzt wird. Gucken Sie sich an das Programm für Radschnellwege. Gucken Sie sich an den großen Bedarf, die großen Punkte, die umgesetzt worden sind im Bereich Infrastruktursanierung. Also das Thema ist so relevant und es ist so wichtig. Und es ist ein bisschen schade, dass es heute am Ende der Plenarwoche läuft, obwohl es ja die Debatte auch um die Regierungserklärung durchzogen hat und auch in den Medien große Aufmerksamkeit findet. Aber sich hier hinzustellen und so ideologisch Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün gegeneinander laufen zu lassen, das Thema ist viel zu relevant für die Menschen draußen, für die Frage der Mobilität und auch für die Frage der Gesundheit, als dass man sich so hier aufführen kann, wie Sie das mit Ihrer Rede eben gemacht haben. Wir begrüßen zum Beispiel von grüner Seite das Paket, was Herr Minister Pinkwart kürzlich vorgestellt hat zum Bereich emissionsfreie Mobilität. Ich war ganz überrascht, als ich die kurzfristige Presseankündigung bekam, dass Sie da was vorstellen. Hätte man eher aus dem Bereich des Umweltministeriums erwartet. Aber gut, das ist jetzt bei Ihnen offensichtlich angesiedelt. Es wäre vielleicht fair gewesen, Sie haben sich da ja mit Inbrunst vor die Presse gestellt und haben das auch inhaltlich richtig vorgetragen, vielleicht mit einem Halbsatz zu erwähnen, dass dieses Programm und die Ausschreibung von Ihrem Amtsvorgänger Remmel auf den Weg gebracht worden ist. Ich habe schon gedacht, Mensch, was für eine wichtige Entscheidung. Der Remmelkrempel, der ja komplett abgeräumt werden sollte nach Herrn Lindner, ein ganz wichtiges Programm wird von Ihnen jetzt vorgeführt und sogar noch persönlich vorgestellt. Also wir begrüßen das eindeutig und finden das auch richtig, dass da mindestens 100 Millionen in die Hand genommen wird. So, jetzt so ein bisschen Ironie beiseite. Es ist die zentrale öffentliche Debatte momentan in Deutschland, auch aufgrund der IAA. Es steht im Rahmen oder im Mittelpunkt vieler Erklärungen. Der Dieselgipfel, der stattgefunden hat in Berlin, ist auch grundsätzlich richtig. Die Ergebnisse sind zu kurz gesprungen. Warum hat sich die Bundesregierung bisher nicht dazu durchringen können, die Autohersteller zu einer verbindlichen Hardware-Nachrüstung zu verpflichten? Das wäre eine richtige Entscheidung gewesen. 1.500 Euro. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Abend die Sendung bei Frau Illner gesehen haben, manchmal bildet ja durchaus Talkshow gucken, es ist selten der Fall in Deutschland, aber in dem Fall war es gut, wo ein führender VW-Manager, ein Vertreter der Verbraucherzentrale und ein Kfz-Techniker vorgestellt haben, dass es ohne Probleme möglich ist, die Hardware nachzurüsten, dass es keine Schwierigkeiten gibt für die Elektronik des Gesamtautos. Eine Hardware-Nachrüstung wäre möglich und sie ist auch notwendig, um die Schadstoffreduzierung zu erreichen. Man müsste sie verbindlich von Seiten der Bundesregierung beauftragen. Das ist möglich und dann kann auch mit einer blauen Plakette, die ja im Übrigen auch in Teilen der CDU gefordert wird. Ich habe auch einige Erklärungen in den letzten Tagen gelesen seitens der IAK. IAK Siegen beispielsweise fordert Hardware-Nachrüstungen bei allen Pkw und die Einführung einer blauen Plakette. Das sind doch keine grünen Organisationen, die dahinter stehen, sondern es wird auch von Unternehmensverbänden und teilweise auch von CDU-geführten Landesregierungen gefordert. Deswegen ist die Aufgabe nicht mehr für die jetzige Bundesregierung, das ist ja durch,
Und hoffen wir mal, dass der künftige Bundesverkehrsminister nicht der gleiche ist, der es jetzt war, die letzten 4 Jahre. Es ist eine Aufgabe der nächsten Bundesregierung, hier zu einer Lösung zu kommen, die die Automobilhersteller, die diese ganze Katastrophe angerichtet haben, in die Pflicht nehmen. Hier muss das Geld in die Hand genommen werden und es kann nicht auf Lasten der Verbraucher abgewickelt werden. Das ist eine ganz klare Forderung. Und ich meine, dass man auch in diese Richtung eine politische Einigung herstellen kann. So, ansonsten sind wir offen und gespannt für die Vorschläge, die seitens der Regierung angekündigt worden sind. Ich finde den ersten Spiegelstrich Ihres Entschließungsantrags inhaltlich richtig. Die Frage ist, wie wird das in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten mit Leben gefüllt? Und vielleicht hat ja der neue Verkehrsminister Wüst irgendwann seine Einarbeitungsphase beendet und stellt uns hier was vor. 100 Tage Zeit hat er ja. Danach wollen wir aber entsprechend was von ihm sehen. Wie sieht denn dieses Maßnahmenpaket, was Kollege Rehbaum eben angekündigt hat, wie sieht dieses Maßnahmenpaket aus? Und es muss, das ist klar, es muss ein Mix aus Maßnahmen sein, weil der Verkehr der Zukunft wird ein Mobilitätsmix sein aus Individualmobilität, aus ÖPNV, aus Carsharing, aus Radverkehr, vor allem mit E-Bikes, die ja massiv nachgefragt sind. Und die Infrastruktur muss entsprechend darauf angepasst werden. Also von daher, ich meine das auch wirklich ernst, sind wir gespannt auf Ihre Vorschläge. Es ist ja auch keine reine landespolitische Frage. Es spielen vielfältig bundespolitische Förderprogramme und bundespolitische Aktivitäten mit rein. Und es ist auch eine Frage der Kommunen, weil jede Kommune entscheidet mit, wie sich der individuelle Verkehr vor Ort ausrichtet. Haben wir genug Geld in der Hand, die Infrastruktur im ÖPNV-Bereich in den Städten zu sanieren? Da steht einiges an in den nächsten Jahren. Haben wir das Geld, um die Bahnbrücken zu sanieren, damit die Leute entsprechend auch andere Mobilitätsmöglichkeiten haben, mit dem PKW, als mit dem PKW zu fahren? Und ich will Ihnen am Ende noch ein Thema nennen, was wir in den letzten Tagen gar nicht in diesem Bereich diskutiert haben. Ein relevantes Thema ist, ob wir in den nächsten Jahren es schaffen, Wohnen und Arbeiten wieder näher zusammenzubekommen. Weil ein Teil der Stauproblematik und ein Teil der schlechten Luft ist auch darin begründet, dass sich die Pendlerströme in Nordrhein-Westfalen in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt haben. 1995 waren etwa 2,1 Millionen Menschen tagtäglich mit dem PKW über 50 Kilometer auf dem Weg zur Arbeit. Mittlerweile sind es 4,8 Millionen Menschen hier in Nordrhein-Westfalen. Auch das ist ein Teil, wo man drangehen muss, wo man gucken muss im Bereich der Wohnraumförderung, der Quartiersentwicklung. Schaffen wir es, Wohnen und Arbeiten näher zusammenzubekommen, dass nicht alle Menschen, jedenfalls diese 4,8 Millionen, dass es weniger sind, die sich tagtäglich auf einen langen Weg zur Arbeit machen müssen. Da sind wir gespannt auf Ihre Vorschläge. Wir sind offen für die Diskussion. Wir haben selber keinen grünen Antrag heute vorgestellt. Ich finde aber, dass sich sowohl in dem Antrag der Regierungsfraktion als auch im SPD-Antrag viel Vernünftiges findet. Bei der AfD muss man ehrlich sagen, wer hier fordert, bis 2050 den Diesel und anderes, Herr Black, der ist jetzt ja nicht mehr drin, am Ende Ihrer Rede hätte nur noch gefehlt, zu sagen oder hier auszuführen, die Erde ist eine Scheibe, das hätte Ihren Antrag noch abgerundet. Da ist so viel Unsinn drin, das ist wirklich nicht der Rede wert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus